Wir sind zurück in der Welt von The Witcher 3 und diesmal geht es um einen Auftrag, den man sogar verpassen kann, wenn man keinen Blick auf das Anschlagbrett geworfen hat. Wenn man dann weiterzieht, dann taucht dieser Auftrag später auch nicht mehr auf, so dass die Chance vertan ist, einer armen Seele zu helfen. In diesem Guide zeige ich dir den gesamten Verlauf des Auftrages und wie du idealerweise vorgehen solltest, um den Auftrag effektiv zu absolvieren. Zudem zeigt dieser Guide auch grundsätzliche Vorgehen bei solchen Aufträgen, weshalb er gerade für neue Hexer interessant sein dürfte. Aber auch erfahrene Hexer kennen womöglich noch nicht alle Dialoge und wissen vielleicht nichts über den recht versteckten Dialog. Hier wirst du sie auf jeden Fall alle sehen bzw. hören. Also mögen die Dinge ihren Lauf nehmen. Zunächst einmal geht es zum Anschlagbrett in dem beschaulichen Dorf Weißgarten. Dort entdeckst du einen Auftrag von Odolan. Sogleich führt er dich, als ob Magie im Spiel wäre, eben zu jenen Odolan. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend, schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Das Problem ist umschrieben und dein Weg sollte dich nun zum Ort führen, den dir Odolan genannt hat. Doch bevor du das machst, solltest du zunächst einmal etwas Arenaria sammeln. Diese Blüten findest du ganz in der Nähe. Du benötigst sie, um ein besonderes Öl herzustellen. Nachdem du ordentlich Arenaria gesammelt hast, kannst du dich zum Brunnen begeben. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Am besten untersuchst du den Brunnen vor 12 Uhr oder nach 18 Uhr, um eine Konfrontation zu vermeiden. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sobald du das getan hast, spring wieder auf eine Zeit zwischen 12 und 18 Uhr, um die Mittagserscheinung zu treffen. Eine Mittagserscheinung? Was hat sie hier zu suchen? Gehe nun ins Bestiarium, um zu erfahren, wie man das Übel ausmerzen kann. Das steht unter Wirksam im Kampf. Wir erfahren so, welche Bombe, welches Öl und welches Zeichen gegen das aktuelle Übel, in dem Fall die Mittagserscheinung, hilft. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Schau dich dann im Haus um. Du entdeckst dort so einiges. Ein Tagebuch. Könnte hilfreich sein. Dieses Armband. Es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Blutflecken, kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift, jemand, der noch lebte. Blutige Handabdrücke.
Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Nachdem du alles durchsucht hast, geht es wieder zum Brunnen. Du solltest erneut die Zeit auf vor 12 oder nach 18 Uhr stellen, damit du ungestört die Blutspuren untersuchen kannst. Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau, rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Nun geht es ab in den Brunnen. Hier findest du das gesuchte Armband von Claire. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Der Rückweg nach oben verbietet sich aufgrund von Höhe. Also spring in die Tiefe und damit ins kalte Nass. Der Weg führt dich zum nahegelegenen Teich. Unterwegs achte auf jeden Fall auf Schätze, nutze deinen Hexersinn. Nach deiner Wassererkundung hast du wieder festen Boden unter den Füßen. Nun solltest du dich für den Kampf vorbereiten. Das bedeutet, dass du jetzt in den Bereich Alchemie wechseln solltest, um dort das wichtige Geisteröl herzustellen. Du stellst fest, dass du mit Arenaria bereits eine Zutat hast. Womöglich hast du auch bereits irgendwo Bärenfett her. Falls dem so ist, dann kannst du das Öl nun herstellen. Falls es dir an Bärenfett mangelt, dann ist das kein Problem. Das kannst du nämlich ganz einfach in der Nähe kaufen. Dafür musst du hierhin. Dort bekommst du es mit einigen Viechern zu tun, also sei gewarnt. Mach ihnen den Gar aus, bevor sie hier zuvorkommen. Danach bekommst du die Möglichkeit, mit dem dortigen Händler zu handeln. Hast du was Interessantes? Der hat Bärenfett und andere Zutaten im Angebot. Kauf, was immer du benötigst und stell dann das Öl her. Nun geht es zurück zum Brunnen. Bevor du beginnst, trage nun das Öl auf dein Silberschwert auf. Und das Armband. Igni. Ich glaube, es hat geklappt. Und nun kann der Kampf auch schon beginnen. Bist du auf diese Art und Weise vorbereitet, wirst du die Mittagserscheinung sehr schnell bezwingen und letztendlich der armen Seele ihren lang erhofften Frieden bringen. Für immer.
Nach getanem Werk machst du dich auf den Weg zu Odalan. Hier hast du dann die Wahl. Keine Sorge, ich zeige dir, wie jede Wahl ausgeht. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meisterhexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Na sowas. Hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Mitgift kriege. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich einem Hexer eine geben würde. Seltsame Zeiten, nicht wahr? Seltsam und traurig. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Glücksbringer. Damit ist der Auftrag abgeschlossen. Nun solltest du dich zu der Kräuterfrau Tomira begeben, denn sie kann dir noch etwas über Claires und Volkers Geschichte erzählen, was dir eine zusätzliche Belohnung einbringt. Du findest sie hier auf der Karte. Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Nun ist die Geschichte aber komplett abgeschlossen. Vielleicht sind die beiden nun vereint an einem besseren Ort. Noch einmal zusammengefasst, wie du grundsätzlich Aufträge angehen solltest. Grundsätzlich sammel unterwegs immer Pflanzen aller Art, so hast du schon mal einen soliden Grundstock an Ressourcen. Es kann oft Sinn machen, sich etwas Zeit an neuen Orten zu nehmen, um ein wenig zu sammeln. Wenn du weißt, um welches Übel es sich bei dem Auftrag handelt, dann schau ins Bestarium, um zu erfahren, womit du es zu tun hast und wie du es töten kannst. Dann besorg dir alles Notwendige dafür. Erst danach solltest du dich dann um das Übel kümmern. Genauso geht ein guter Hexer vor. Das soll's auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Ehrlich, tu es. Tu es. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.